Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, wo gerade Rauchblätter verdorben sind. Aber das ist eigentlich nicht unser größtes Problem. Unser großes Problem ist eigentlich eher, dass wir hier giftigen Niederschlag haben, der schon 2,2 Tage andauert und mir jetzt schon wie eine halbe Ewigkeit vorkommt. Wo ist hier irgendwas niedergedönst? Ach nee, vermutlich hier die Explosion. Ja, Tatsache. Wollt ihr das löschen? Ja, Tatsache. Ist das etwa Heimatgebiet? Na gut, wenn schon, dann schon. Ja, dann machen wir hier richtig. Dann machen wir richtig fett Bambule gerade. Jawohl. Noch irgendwo? Ja, hier sind auch die Bumalopen los. Und die Affen. Und überhaupt ist alles kaputt. Nach 2,2 Tagen. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie das demnächst aussehen wird? Hoffentlich reichen die Nächte aus, um soweit zu regenerieren. Müssen wir mal nachgucken. Vielleicht reicht das, vielleicht nicht. Im Zweifelsfall brauchen wir aber auf jeden Fall das Holz. Und wir können Fleisch schlachten ohne Ende. Das Fleisch machen wir auch den Tieren zugänglich, für eine kurze Zeit zumindest. Das wird echt noch ein Spaß. So, Tiere. Wobei, die essen das denn ja gar nicht, ne? Food Policy, Edit Policies. Vegetarisch. Pflanze. Pflanzenmasse. Nahrung. Wobei, hier haben wir noch Zeug, ja. Wir könnten hier tatsächlich Fisch irgendwie, keine Ahnung. Das ist ja böse. Na, Umgetage, och. Kinder. Also bei denen kann ich zumindest sagen, yippie-yay, Schweinebacke. Aber bei den anderen, da bin ich überfragt. Da müssen die echt sehen, dass die sich hier an der Umgebung satt fressen. Kann ja nicht so schwierig sein. Aber erstmal hier. Rules, Personal. Ja, da haben wir es doch. Edit Policies. Fleisch. Ist erlaubt. Hm? Kann ich nicht einfach sagen, alles Fleisch? Ich möchte hier so generell so, zack. Wieso geht das nicht? Wollen die mich verkackeiern? Okay, dann machen wir das eben anders. Hä? Ach so, Edit vermutlich. Ja, da ist die Edit. Jetzt können wir sagen, hier Fleisch. Und der Generalverdacht. Safe Changes, ja. Mach. So, jetzt kann gefressen werden ohne Ende. Dann kommen zumindest die großen Tiere auf jeden Fall durch. War mir auch hier das ganze Fleisch, das Gute hier, das tot seit weniger als einem Tag. Verrottend. Wieso verrottet das denn schon? Hä? Das ist aber nicht sonderlich frisch jetzt. Hier, da, das ist hier bewusstlos, das können wir... Das müssen wir eigentlich einfach mal jagen, ne? Warum nicht? Komm. Wir jagen jetzt, was das Zeug hält. Um vielleicht noch irgendetwas frisch abzutransportieren. Weil sobald die tot sind, sind die verseucht offenbar. Und das ist nicht gesund. Habe ich mal beschlossen. Oh Mann, also das wird jetzt echt noch spaßige Geschichte auf jeden Fall. Ich habe ein kleines bisschen Angst, aber nur so ein kleines bisschen. Ach, da ist noch immer ein Feuerchen. Da auch, aber das ist aus. Aus, das Spiel ist aus. So, das Ding können wir nochmal töten. Und dann hoffentlich irgendwie in heilem Zustand abtransportieren. Showjagd Affe. Klappe zu, Affe tot. So, was haben wir hier? Da haben wir die Schlafkapseln.
Ah, das wäre insofern gar nicht mal schlecht, weil wir könnten die alle in Schlafkapseln stecken und abwarten, bis wieder gut ist. Und dann, na, wäre halt gut. Also funktioniert die Welt ja leider nicht. Scheiße. Einer sind die Wildtiere. Ich dachte schon, unsere. So, Körper. Erste Anzeichen von Vergiftung. Ja, müssen wir aufpassen, dass die hier sich zwar satt fressen am Gras, ne? So, Nahrung. Das ist jetzt ein bisschen aufgefüllt wieder. So wollen wir das. Aber wir müssen echt gucken, dass da keine Dinge passieren. Ach, wir ernten sogar noch etwas Mais. Das ist ja richtig elegant. Ich dachte, da wächst nichts mehr, während hier vergiftet ist. Mal kurz gucken. 87%. Das wächst weit. Leck mich am Arsch. Muss man mir doch sagen, dass es weiter wächst. Da kann ich ja nicht mitrechnen. Warum wird hier nicht überall angebaut? Weiß nicht. Hier kann man ernten. Faszinierend. So, da muss geerntet werden und dann... Och, das ist ja jetzt allerschönst. Da können wir ja richtig Tierfutter produzieren. Es wird auch Tierfutter produziert. Ich liebe es. Ich bin begeistert. Tatsache. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Mal kurz gucken, was haben wir hier. So, da müssen noch... Och, wieso wird da so wenig gebaut? Da muss mehr gebaut werden. Wir haben noch immer hier genug Zeug, um irgendwas zu machen. Tierkrankheit, Grippe, Scheiße, Dönerfrikadelle, ist ein bisschen paranoid und redet schon ein kleines bisschen vor sich hin. Plappermäulchen. Denn Plappermäulchen tut Plappermäulchen gut. Dann wollten wir, glaube ich, hier so, ne, nochmal ein Set generieren. An neuer Kleidung. So richtig die Luxusvariante. Und ihr könnt immer noch dran denken, hier, wenn ihr Kleidungswünsche habt, gebt sie mir kund. Was haben wir da? Irgendwas war da gerade. Ah, vermutlich wegen Dönerfriedele, ja. Es ist nur ein Traum. Wir wären in... Da muss ich mal genauer nachgucken. Psyche, Logbuch. Das Logbuch einer Dönerfrikadelle. Aber da ist leider nichts Genaueres. Nichts Genaues weiß man nicht. Geisteszustand Plappern. Damit wäre es offiziell, Plappern ist ein Geisteszustand. Faszinierend. Besucher sind in Datteltropia angekommen. Haben Angst wegen giftiger Niederschlag. Ja, wenn die sich nicht zu weit aus... dem Gebiet entfernen, ist ja kein Problem, ne? Leichenobsession, diesmal bei Blackie, jawohl. Immer raus damit. Aber denk dran, das Ganze auch wieder eintüten. So, du tütest das Ganze wieder ein. So, dann kann Blackie in Ruhe futtern. Ach, herrlich. Hat keine Obsession mehr, das ist gut. So, was haben wir denn hier überhaupt für Personen? Das würde mich mal interessieren. Pyromane wird auf jeden Fall Stimmung reinbringen in die Bude, aber irgendwie nein. Der Komodo-Varan, ein sehr komoder Typ vermutlich, depressiv, flatterhaft, starkes Immunsystem, was bei dem Wetter gar nicht mal so schlecht ist, kann mit Tieren auch. Schneller Lerner, nervige Stimme und Stubenhocker. Ein Hirte und Höhlenhüter. Okay. Schwarzer. Ich habe zuerst Schwartau gelesen. Tatsächlich, der Anführer dieser Gruppe ist ein 14-Jähriger. Das nenne ich mal respektabel. Ich würde mal sagen, hier könnten wir es mal wagen. Nervige Stimme. Ist zwar scheiße, aber mal kurz gucken. Stimme hat eine besonders schrille nasale Eigenschaft an sich und sie tendiert dazu, sich in lauten, aber unverständlichen Sätzen auszudrücken. Dieses führt dazu, dass andere sie nicht leiden können.
komm, ein bisschen Action muss eigentlich auch sein. Ja, komm, das machen wir. Mir doch egal, wenn jemand ein bisschen problematisch ist. Man braucht ja auch ein paar Leute, an denen man sich reiben kann. Das klingt jetzt irgendwie unfreiwillig sexuell. So, und hier einfach mal unterhalten. Wenn schon, oh, da müssen wir mal kurz gucken. Wie viele Leute braucht es denn? 4. Und hier bräuchten wir mal so vergleichsweise auch 4. Okidoki. Onkili Donkili. Och, hier wird erstmal das Kunstwerk angeschaut, oder wie? Ja, tatsächlich. Sieht sich Kunst an. Was ist das denn für ein Kunstwerk? Müssen wir ja auch mal gucken. Ein menschengroßes Stück eines Materials, das zu einem Kunstwerk geformt wurde. Ach, schau an. Versuch von Black Griffin, das klingt auch immer gut. Auf diesem Stück eines Bildes von Sam Black Griffin Gerador aus einem... Ah, das ist ja komplett... Nee, das ist mir zu viel Englisch. Das lassen wir aber schon sein. Da kommt jetzt was Deutsches, aber nee. Komplett Englisch will ich jetzt auch nicht übersetzen. Und wir haben Fisch. Das nehmen wir auf jeden Fall. Wenn wir das nicht verarbeiten können, können wir gar nichts verarbeiten. Ich lage hier auch... Wo haben wir denn Fisch? Pufferfisch. Wo ist Essen? Fleisch. Puffi. Schnuffi, Puffi. Schnuffi, Puffi. Schnuffi, Puffi and your world, what's going on? Oder so ähnlich. Now on sale. Fleisch. Haben wir hier auch den Pufferfisch? Schnuffi, Puffi. Da ist Pufferfisch. Ja, komm. Ja, wir haben auf jeden Fall genug. Oh, und wir können handeln. Natürlich, 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 natürlich. Wuseline. Wobei, das kannst du später noch machen. Der Jungspund, der läuft schon nicht weg. Tja, geht einfach mal Mücke besuchen. Warum auch nicht? Und eine Ziege. Ich mag Ziegen. So, Daddel redet mit Schwarzer. Schwarzer scheint nicht sonderlich angetan. Da war eine Beleidigung im Spiel und Mücke schläft noch immer. Ja, komm, da können wir auch noch weiter schnacken. Hm? Okay. So, genau, jetzt können wir Dinge tun. Hier können wir Dinge loswerden sogar. Yay. Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Pistole brauchen wir nicht. Leichte Maschinengewehre. Oh ja, hier Geschenk. Ist ja noch besser. So, jetzt aber Knüppel. Brauchen wir nicht mehr. Pistole brauchen wir nicht mehr. Die leichten Maschinengewehre brauchen wir auch nicht so wirklich. Aha, plus 1. Oh, leichte Maschinenpistole, meisterlich. Ja, ich erinnere mich dunkel dran. Haben wir hier noch irgendwie was? Ja, diese normalen, die können auf jeden Fall, glaube ich, weg langsam. Genauso wie das offenbar auch. Staubmantel, leichtes Leder, gut. Können auch weg. Oh, sind wir schon bei plus 3. Haben wir hier offenbar auch noch Sachen, die wir nicht brauchen. Oh, ein Staubmantel aus Stoff. Exzellent. Haben wir sogar plus 4. Oh. Von 77 auf 81. Jawoll. Läuft doch gar nicht mal so schlecht. Aber wir müssen mal kurz sehen, ob unsere Tiere körperlich Vergiftung leicht. Nahrungsmangel trivial. Ja. Da fängt es aber schon an. So, wie sieht es mit unseren anderen Tierchen hier aus? Erste Anzeichen. Unsere Kolonisten. Erste Anzeichen. Oh, leicht. Also Blacky, wo bist du denn aktiv? Solltest... Da sind einige, die eher ein kleines bisschen daheim bleiben sollten.
Erste versteckte Anzeichen. Erste Anzeichen, okay. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen vorsichtig werden und auch bei den Tieren langsam sagen, ihr sollt doch mal ins Sicherheitsgebiet vorerst. Holz haben wir jetzt auch wieder ein kleines bisschen rumliegen. Würde ich auch jetzt sagen, wo wir das Holz haben. Mal sehen, müssen wir da noch viel abholen. Naja, nicht so viel. Können wir eigentlich sagen. Mensch, unsere Kolonisten. Arbeit. Nee, Beschränkung. Aufs Gebiet 1 beschränken. Das ist ja nichts. Wobei, nee, können wir auch hier. Giftschutz. Das passt, Schmiede. Dann do. Wo brauchen wir denn noch was? Shit, was wollte ich gerade machen? Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall wird hier Pufferfisch verarbeitet. Yes. Mal sehen. Einer wurde verarbeitet. Gibt er nur? Das gibt ein bisschen was. Perfekt. So will ich das haben. So können wir arbeiten. So, Problem ist wirklich, die Hühner denn zu versorgen. Das ist ein bisschen... Es ist nicht schön. Nicht ansatzweise. Oh, und Dönerfrikadelle hat sich ausgeplappert. Perfekt. So. Mal sehen. 84. Oh, das geht doch alles in Ordnung. 85. Es wächst auf jeden Fall. So viel können wir, glaube ich, mal zusammenfassen. Anbauzone. Nee. Arbeitsgebiet erweitern. Giftschutz. Ach komm. Kleines bisschen was brauche ich ja. Ja. Hose wurde auch fertiggestellt. Das ist schön. Damit kann ich gut leben. Da ist noch so viel zu tun. Was haben wir hier? Auch Nanofaser. Okay, Nanofaser haben wir noch ein bisschen. Wenn noch zwei Hemden genäht, dann ist nicht mehr ganz so viel davon nach. So, Eric und Echo redeten über salziges Essen. Jo, im Moment haben wir ja nicht so die Wahl, ne? Ich wünschte ja, wir hätten mehr Auswahl, aber im Moment muss man auch salziges Essen einfach annehmen. Haben auf jeden Fall zum Glück diese Vorratskapsel gehabt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bin ich nicht so traurig drüber, aber wir brauchen hier ein Dach. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Damit das weniger schnell verdirbt, oder? Wie lange braucht das denn noch? Verdirbt in 5 Stunden. Scheiße. Pack hier auch rein. Pufferfisch. Wichtig normal. Perfekt. Irgendjemand muss hier das... Man muss doch irgendjemand das tragen. Mich tragen. Mist. Okay, das ist gleich Kapeiste. Shit. Ach Mist, das ist das Fleisch. Ja, Heimkleister. Jetzt erkenne ich das Problem, ja. Nein. Das war gar nicht mal so klug von mir. Ach, es muss endlich mal enden. Es ist furchtbar. Und ich habe noch immer nicht die Mod installiert, die ich hierfür brauche. So kommen wir nicht weiter, Freunde. So kommen wir nicht weiter. Aber wir können. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich möchte... Ach, da wird schon gemacht. Ja, neuer Kraftstoff. Das gefällt mir, so will ich das haben. Aber was will ich noch so haben? Ich weiß es nicht.
Eigentlich ist das hier ganz gut. 150, 79. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben. Damit sind die Generatoren erstmal versorgt. Vielleicht muss ich auch da ein paar neue noch bauen. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich einfach mal so spontan entscheiden. Für heute war es das jedoch alles. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir das Ganze hier... Wieso ist das noch... Mal kurz gucken. Neu verbinden. Haha! Radius erweitert sich in 23 Stunden. Perfekt, das wollte ich haben. Es ist wieder Land in Sicht. Also bis zum nächsten Mal allerseits. Wir sehen uns. Ciao, ciao.